Habt ihr mich eben verstanden oder muss ich es wiederholen? Ihr habt alles verstanden, okay. Ja, das hört sich schon anders an. Ja, wir wollen mit dreimal Om beginnen und dann wird, ja, Viveka wird einen Kirtan anleiten. Dann gibt es eine kurze Lesung und danach gehen wir gemeinsam in die Meditation. Und für das Om könnt ihr euch mal ganz bewusst gerade aufrichten. Und über die Aufrichtung so das Gefühl haben, ja, ich bin jetzt hier angekommen für meine spirituelle Praxis heute Abend. Und wer heute angereist ist, der kann sich innerlich sagen, ja, ich bin angekommen und ich freue mich auf den Abend. Aber das können wir eigentlich alle sagen. Und wir atmen gemeinsam ein für Om. 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 Shanti, Shanti, Shanti. Om. Frieden, Frieden, Frieden. Okay, wir singen die 205 des Raghupati, die erste und die dritte Strophe. Raghupati Raghava Racharam Patita Pavana Sitaram 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 Sitaram Jaya Sitaram Sitaram Jaya Radheshyam 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 Raghupati Raghava Racharam Patita Pavana Sitaram Raghupati Raghava Racharam Patita Pavana Sitaram Sitaram Jaya Sitaram Sitaram Jaya Radheshyam Sitaram Jaya Sitaram Sitaram Jaya Radheshyam Sitaram Jaya Sitaram
Sitaram Jaya Radhe Shyam. Sitaram Jaya Sitaram. Sitaram Jaya Radhe Shyam. Sitaram Jaya Sitaram. Sitaram Jaya Radhe Shyam. Sitaram Jaya Sitaram. Sitaram Jaya Radhe Shyam. Raghupati Raghava Rajaram. Patita Pavana Sitaram. 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 Sitaram Jaya Sitaram. Sitaram Jaya Radhe Shyam. Sitaram Jaya Sitaram. Sitaram Jaya Radhe Shyam. Raghupati Raghava Rajaram. Patita Pavana Sitaram. 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 Sitaram Jaya Sitaram. Sitaram Jaya Radhe Shyam. 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 Raghupati Raghava Rajaram. Patita Pavana Sitaram. 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 Ja, heute mal wieder Samadhi Yoga, mein Lieblingsbuch zurzeit. Und ja, Samadhi, das ist ja ein Zustand, den wir hoffentlich alle so als erstes Etappenziel mal erreichen wollen. Und Swami Shivananda hat da fast das ganze Buch darüber geschrieben, wie man da hinkommen kann. Und ganz hinten am Ende schreibt er erst, was Samadhi überhaupt ist. Und da gibt es auch ein ganzes großes Kapitel drüber und daraus einen ganz kleinen Absatz für euch. Der unbeschreibliche Zustand von Samadhi. Versuche, in den Genuss dieses schlaflosen Schlafes zu kommen, in dem alle Sinne und der Geist in Stille ruhen und der Intellekt aufhört, aktiv zu sein. Dieser schlaflose Schlaf ist die Mahanidra, der überbewusste Zustand. Es ist absolutes Bewusstsein,
ein Zustand, in dem die individuelle Seele in der höchsten Seele aufgegangen ist. Aus diesem Schlaf erwacht man nicht. Die Welt der Namen und Formen verschwindet zu guter Letzt. In Samadhi, dem überbewussten Zustand, verschmilzt der Yoga-Praktizierende mit Gott. Die Sinne, der Geist und der Intellekt hören auf zu arbeiten. So wie ein Fluss in den Ozean fließt, vereint sich die individuelle Seele mit der höchsten Seele. Alle Grenzen und Unterschiede lösen sich auf. Der Yogi erlangt höchstes Wissen und ewige Wonne. Dieser Zustand entzieht sich jeglicher Beschreibung. In Samadhi zieht sich der Geist von seinen natürlichen bzw. gewohnheitsmäßigen Aktivitäten zurück und richtet sich auf den Atman aus, der vom Geist unberührt ist. In Samadhi ist der Geist überhaupt nicht aktiv. Er versinkt in Brahman. Wenn man einen tiefschlafähnlichen Zustand bewusst herbeiführen kann, ist das nicht länger Tiefschlaf, sondern Samadhi. Es ist schlafloser Schlaf, bei dem die Sinne und der Geist ganz aufhören zu arbeiten und der Schleier der Unwissenheit durch das Feuer des Wissens zerstört wird. Der Suchende erlebt die vollkommene Freude der Freiheit und weite überkosmische Erfahrungen sowie die höchste Stille des Unvergänglichen. Ja, und das beste Mittel, in diesen Zustand zu finden, ist nun mal die Meditation. Und so wollen wir das jetzt versuchen. Und dann schau, dass du gut sitzt. Bequem und gleichzeitig fest. Richte die Wirbelsäule auf und zieh den Scheitel ganz weit nach oben. Nun spüre deinen Körper. Spüre die Aufrichtung. Spüre deine Wirbelsäule vom Steißbein bis zum Kopf. Nun spüre den Atem. Und atme bewusst. Und während du bewusst ein- und ausatmest, öffne dich für Lichtenergie. Du kannst dir vorstellen, mit dem Einatmen strömt Lichtenergie in dich hinein. Und mit dem Ausatmen schickst du die Lichtenergie in alle Richtungen. Du kannst dabei auch eine Affirmation wiederholen. Ich öffne mich nun für alles Lichtvolle. Wir wollen heute Abend meditieren mit einer Form der Abheda Bodha Vakya Meditationstechnik. Das bedeutet das Eliminieren von Wort und Bildgedanken, um so den Geist in die Stille zu führen. Und nun beginne sehr bewusst ein Mantra zu wiederholen. Es kann Om sein, Om Namah Shivaya, Om Namo Narayanaya. Oder vielleicht bist du auch in ein eigenes Mantra eingeweiht. Sehr achtsam, sehr klar.
Immer dann, wenn Bilder an der Oberfläche deines Geistes auftauchen, klicke wie bei einem Computer auf Beenden, Bildschirm leer und wiederhole wieder dein Mantra, bewusst, achtsam, klar. Vielleicht ist dein Computer defekt und er stellt sich wieder von alleine an. Dann wieder auf Beenden klicken, Bildschirm leer, Mantra wiederholen. Genauso, wenn Wortgedanken auftauchen, höre ihnen einen Moment zu. Auf Beenden klicken, geistiges Meeting zu Ende, Stille. Wenn du möchtest, kannst du auch anstelle des Mantras ein Mahavakya wiederholen. Wie Aham Brahma Asmi, ich bin Brahman. Und auch versuche zu spüren, dass du das bist. Andere Wort- oder Bildgedanken einfach immer wieder wegklicken und zurückkommen zum Mantra. Und dann in den kostbaren Momenten, ohne Worte und Bilder, erfahre Einssein mit dem Göttlichen, mit dem Unendlichen, mit Stille. Du kannst mit dieser Form weiter meditieren oder du wählst nun deine eigene Technik. Atta Dhyanam, stille Meditation.
Shivanandaya. Om namo Bhagavate 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 Shivanandaya. Om Namah Shivaya, ich grüße auch alle ganz herzlich zum Satsang, die jetzt noch zu uns gekommen sind, vielleicht auch zu Hause mit dazu gekommen sind. Ja, und wir machen klassisch weiter mit dem Jaya Ganesha. Das Mantra, das ganz besonders die Herzen öffnen kann, die Energien zum Fließen bringt. Und ihr findet es im Kirtanbuch auf der Seite 12, die Nummer 2. Und Viveka singt vor, wir singen alle nach. Ja, und wer es auch noch nicht kennt, der singt ganz einfach mit. Also die Nummer 12 auf der Seite 2. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Pahimam. Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Rakshamam. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Pahimam. Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Rakshamam. Sharavanapava, 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 Pahimam. Supramanya, 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 Rakshamam. Sharavanapava, 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 Pahimam. Supramanya, 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 Rakshamam. Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Pahimam. Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Pahimam. Shri Saraswati, Shri Saraswati, Shri Saraswati, Rakshamam. Shri Saraswati, Shri Saraswati, Shri Saraswati, Rakshamam. Jaya Guru, Shiva Guru, Hari Guru, Raham. Jagat Guru, Param Guru, Sat Guru, Shyam. Jaya Guru, Shiva Guru, Hari Guru, Raham. Jagat Guru, Param Guru, Sat Guru, Shyam. Om Adi Guru Advaita Guru Ananda Guru Om. Om Adi Guru Advaita Guru Ananda Guru Om. Chit Guru Chit Kana Guru Chinmaya Guru Om. Chit Guru Chit Kana Guru Chinmaya Guru Om.
Om Adi Guru Advaita Guru Ananda Guru Om Chit Guru Chit Kana Guru Chinmaya Guru Om Om Adi Guru Advaita Guru Ananda Guru Om Chit Guru Chit Kana Guru Chinmaya Guru Om Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Namah Shivaya, Om 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 Namo Narayanaya, 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Shivanandaya, Om Namo Bhagavate Satguru Nathaya, Om Namo Bhagavate Shivanandaya, Om Namo Bhagavate Satguru Nathaya, Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om 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 Krishnam Vande Jagat Gurum Shri Krishnam Vande Jagat Gurum Krishnam Vande Jagat Gurum Shri Krishnam Vande Jagat Gurum Anandoham Anandoham Anandam Brahmanandam Anandoham Anandoham Anandam Brahmanandam Om Namah Shivaya 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 Dann beenden wir diesen Teil des Satsangs mit dreimal Om. Om.
Die Nummer 800 im Kirtan-Buch, das Om Triambakam, das große lebensspendende Mantra wird es auch genannt, und es kann zu ganz, ganz vielen Gelegenheiten eigentlich immer rezitiert werden oder gesungen werden. Und wir wollen heute ganz besonders einschließen. Die Karin, die heute ihren Körper verlassen hat, und wir wünschen ihr einen guten Aufstieg in die höheren Welten und den Angehörigen viel Trost und Kraft, und auch für Bekai, der am 25.05. seinen Körper verlassen hat, und auch ihm wünschen wir ja einen guten Aufstieg in die höheren Welten und der Familie Trost und Kraft. Und dann wollen wir noch Toni heute mit einschließen, der heute Geburtstag hat. Falls jemand unter euch sein sollte, der heute Geburtstag hat, oder ihr jemanden kennt, der heute Geburtstag hat, könntet ihr euch melden, den können wir dann auch noch mit einschließen. Okay, dann schließen wir, auch ich sag mal, die ganze Schöpfung mit ein. Und gleich im Anschluss die 801. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukam Iva Vandanam Mrityomukshyamam Ritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukamiva Vandanam Mrityomukshyamam Ritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukamiva Vandanam Mrityomukshyamam Ritat Om Savesham Svastir Bhavantu Savesham Shantir Bhavatu Savesham Purnam Bhavatu Savesham Mangalam Bhavatu Save Bhavantu Sukhinah Save Santu Niramaya Save Bhadrani Pashyantu Ma Kashyetu Ka Bhavet Asato Ma Satkamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityomamritam Gamaya Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Om Frieden Frieden Frieden. Das allumfassende Gebet, die Nummer 802 von Swami Shivananda. Und Swami Shivananda wollte immer alle mit einschließen. Und so hat er es auch dann so formuliert, dass es von jedem ganz unabhängig von der eigenen Glaubensrichtung gesprochen werden kann. Und wir sprechen es gemeinsam. O anbetungswürdiger Gott, voll Barmherzigkeit und Liebe, Gruß dir in Demut gebeugt. Sein ist dein Wesen, Wissen und Seligkeit. Allgegenwärtig bist du, allmächtig, allwissend. Im Innern aller Wesen wohnst du. Gib uns ein verstehendes Herz, die rechte Einsicht, ausgeglichenes Gemüt, Vertrauen, Hingebung und Weisheit. Lege in uns geistige Kraft, Versuchungen zu widerstehen und Denken und Wollen zu beherrschen. Befreie uns von Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass. Erfülle unser Herz mit göttlichen Tugenden. Lass uns dich erschauen in all den Namen und Gestalten. Lass uns dir dienen in all den Namen und Gestalten. Lass uns alle Zeit deiner gedenken. Lass uns stets deine Herrlichkeit singen. Lass deinen Namen stets auf unseren Lippen sein. Und lass uns in dir bleiben alle Zeit. Und noch ein Gruß an den Meister, in dessen Tradition wir hier stehen, lehren und lernen. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Und dann stehen wir auf für die Arati, die Lichterzeremonie.
wieder singen? Ja. Maduka wird ein Licht vor dem Altar schwenken, in dem Kampfer verbrannt wird. Ja, und das hilft, die astrale Atmosphäre eines Raumes zu reinigen und auch die spirituelle Energie zu erhöhen. Jaya Jaya Arati Vigna Vinayaka Vigna Vinayaka Shri Ganesha Jaya Jaya Arati Supramanya Supramanya Kartikeya Jaya Jaya Arati Venu Gopala Venu Gopala Venu Lola Papa Vidura Navanita Chora Jaya Jaya Arati Venkataramana Venkataramana Sankatarana Sitarama Radeshyama Jaya Jaya Arati Gauri Manohara, Gauri Manohara, Bhavani Shankara, Samba Sarashiva, Uma Maheshwara, Jaya Jaya Arati, Racha Rajeshwari, Racha Rajeshwari, Tripura Sundari, Mahalakshmi, Maha Sarasvati, Maha Kali, Maha Shakti, Jaya Jaya Arati Anjaneya, Anjaneya Hanumanta, Jaya Jaya Arati, Datatreya, Datatreya, Trimurti Avatara, Jaya Jaya Arati Adityaya Adityaya Bhaskaraya Jaya Jaya Arati Shaneshwaraya Shaneshwaraya Bhaskaraya Jaya Jaya Arati Shankaracharya Shankaracharya Advaita Gurave Jaya Jaya Arati Satguru Nata Satguru Nata Shivananda Jaya Jaya Arati Jesus Gurave Moses Gurave Buddha Gurave Jaya Jaya Arati Mohammed Gurave Lao Tse Gurave Samasta Gurbhyo Namaha Jaya Jaya Arati Venu Gopala. Jetzt könnt auch ihr euch das Licht überstreifen, auch als Symbol dafür, Licht ins eigene Leben oder ins eigene Herz hinein zu bringen, ganz lichtvoll zu werden. Und danach singen wir die 805, das Tvameva Mata, die Widmung der Suche unseres Lebens nach der Wahrheit. Und danach kannst du dich verbeugen, verneigen, wenn du das möchtest. Und wenn du das nicht möchtest, dann setze dich ganz einfach wieder hin. Tvameva mata chapita tvameva tvameva bandusha saka tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva savam mama deva deva
Kayena vachaha manasendriya vaha putyatmana vaha prakriti svabhavat karomi atyahat sakalam parasmahi narayana yeti samapayami Savatamam parichacha, mamekam shanam vracha, aham tva savapa pepyo, moksha ishami masucha. Ja, dann vielen Dank, dass ihr hier wart, für euer Hiersein, für euer Dasein. Ja, ich wünsche euch dann noch an dieser Stelle ja, einen wunderschönen Abend, ganz, ganz tolle, inspirierende Seminare, eine wunderschöne Zeit hier mit viel Inspiration und vielleicht so eine Ahnung von Samadhi. Könnte klappen, ja. Dann gibt es auch ein paar Seminare, die heute beginnen. Die Yoga-Ferienwoche und Frühsommer-Spezial. Mit Shivarama und Varuni. Ihr seid nebenan im Sarasvati-Raum, dort könnt ihr hingehen. Und die Vedanta-Meditationskursleiter-Ausbildung mit Vedamoti. Ihr seid im Svadhisthana-Raum, das ist hier in der Chakra-Pyramide auf der Ebene 2, der Raum. Dann gibt es noch eine Themenwoche. Oh, Yoga bei Schmerzen, Übungen mal anders. Mit der Amjana Finkel, ihr seid im Lakshmi-Raum. Das ist vor dem Nadaprama-Raum rechts der Raum. Ja, alles Liebe, alles Gute. Hari Om Tat Sat. Danke euch.